Hallo zusammen, ich stelle euch heute das Buch vor, Genau wie ich, von Vanessa Brantley Newton. Vanessa ist eine Illustratorin, Kinderbuchautorin und Puppenmacherin. Und wenn ihr ein bisschen mehr über sie erfahren wollt, dann schaut gerne mal zusammen mit euren Eltern im Internet nach unter vanessabrantleynewton.com. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Das kann ich euch wirklich dringend empfehlen. Da sind so tolle Zeichnungen drin und ganz viele Gedichte und Kurzgeschichten. Vanessa hat am Anfang des Buches Folgendes reingeschrieben: Für jedes kleine Mädchen, das irgendwann ein großes Mädchen ist. Ich mag dich so, wie du bist. Leuchte, Mädchen. Leuchte. Schaut mal. Das ist das Erste, was ich euch vorlesen werde. Ich bin eine Leinwand. Ich bin eine Leinwand, auf der gemalt wird, mit den Worten meiner Familie, meiner Freunde und der Gesellschaft. Manchmal sind Worte schwarz und grau gemalt. Sie lassen mich verwirrt zurück. Ein anderes Mal ist die Palette voller Blautöne, die mich zum Schreien und Brüllen bringen und mich traurig machen. Ich fühle mich heute nicht gut. Und dann gibt es Tage, an denen Rosa und Lila über meine Leinwand fließen, wie der Himmel, und mir Hoffnung geben auf ein besseres Morgen. Und dann gibt es die Farben, die ich selbst wählen darf. Grün, Gelb, Orange und Blau. Stadtmädchen und Landmädchenträume. Ich bin ein Stadtmädchen und sehne mich danach, ein Landmädchen zu sein, auf Bäume zu klettern und Bohnen zu ernten und alte Weisheiten zu lernen, süßen Tee zu trinken und zu beobachten, wie die Sonne auf den sandigen Feldwegen untergeht, während die Grillen zirpen. Ich bin ein Stadtmädchen und sehne mich danach, ein Landmädchen zu sein. Landmädchenträume. Ich bin ein Landmädchen und sehne mich danach, ein Stadtmädchen zu sein, das hellen Lichtern in überfüllten Straßen und zotteligen Hunden nachjagt, lerne das schnelle Sprechen in der Stadt, laufe den Eiswagen hinterher und betrachte die Sonnenuntergänge von Feuerleitern aus. Ich bin ein Landmädchen und sehne mich danach, ein Stadtmädchen zu sein. Oh, das ist ein ganz tolles Bild. Das gefällt mir sehr gut. Entdeckerin. Ich bin eine Entdeckerin und besuche Orte, von denen ich noch nie gehört oder die ich mit eigenen Augen gesehen habe. Aber ich kann fühlen, dass ich diese Orte entdecken werde. Und in Tagträumen und Nachtträumen fliege ich hoch am Himmel. Ich bin eine Entdeckerin, die neue Dinge erkundet. Hier ist was Schönes. Omis Weisheit. Omis guter Rat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Karotten statt Süßigkeiten, Wasser anstelle von Limonade, Bücher statt Videospiele, Gespräche von Angesicht zu Angesicht statt SMS,
denn in einer SMS kann man die Seele eines Menschen nicht sehen. Und ich höre ihre Worte, wenn faltige Hände sanft mein Gesicht streicheln. Alles, was wir haben, ist diese Zeit, kleines Mädchen. Schaff Erinnerungen, die nicht gesichert oder heruntergeladen werden müssen, und lebe jeden Moment. Ein guter Rat, kleines Mädchen, triff die richtigen Entscheidungen. Karotten statt Süßigkeiten und halte das Buch der Bücher griffbereit. Achte darauf, was du sagst, und vergiss nicht zu beten. Du wirst eines Tages eine großartige Frau sein, wenn du diese Ratschläge befolgst. Und zum Abschluss lese ich euch noch Gefühle vor. Gefühle. Hell wie ein Glühwürmchen, fleißig wie eine Biene, unbeschwert wie ein Schmetterling, der fröhlich fliegt, frisch wie ein Gänseblümchen, flauschig wie eine Wolke, laut wie ein Löwe, brüllend in einer Menschenmenge, leise wie eine Maus, mürrisch wie ein Bär, wütend wie eine Hornisse, die durch die Luft saust. All diese Gefühle leben in mir. Sie sind das, was ich bin. Geht es dir auch so? Besorgt euch das Buch. Und viel Spaß damit.